Herzlich willkommen zur letzten Game News Folge, zumindest hier aus Deutschland. Denn ich werde ab, jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo ihr das hier seht, bin ich schon längst in der Luft und fliege nach L.A. Dort werde ich ungefähr einen Monat sein und unter anderem die komplette E3 begleiten. Maxi ist ja auch da, das heißt, wir sind zu zweit vor Ort und gucken uns an, was da an neuen Spielen so zustande kommt. Und ihr werdet dann natürlich hier bei den Game News erfahren, direkt aus L.A., was die Publisher so alles ankündigen. Ich freue mich schon sehr, die Gerüchteküche brodelt ja immer mehr, es wird immer heißer. Eines der letzten großen Spiele ist ja jetzt gerade erschienen. Der Hype-Train war schon voll am Rattern und jetzt ist es endlich da. Watch Dogs hat sich scheinbar wirklich mega verkauft. Ubisoft hat diese Woche Rekordzahlen vermeldet. Man sei sehr zufrieden, hat zwar keine Zahlen genannt, aber es ist wohl richtig dicke gelaufen für Ubisoft und Watch Dogs. Es gibt zwar hier und da Schwierigkeiten, gerade die PC-Version läuft wohl nicht ganz so optimal und auch auf der Konsole brechen die Framerates zum Teil hart ein, aber die Reviews sprechen von einem guten bis zum Teil sehr guten Spiel, also alle zufrieden. Bis auch vielleicht die PR-Agentur von Ubisoft, denn die hatte diese Woche einen kleinen Skandal zu verantworten, zumindest in Australien. Dort schickte man einer Spieleredaktion einen kleinen Safe. Und darin war scheinbar Pressematerial bzw. das Spiel und ein Embargo-Zettelchen. Allerdings musste man den Safe erstmal aufknacken. Die Redaktion wusste nicht so recht, was damit anzufangen, gab dann irgendwie wahllos in das beigefügte Pad irgendwelche Codes ein, woraufhin der Safe anfing zu piepen. Die Jungs waren natürlich relativ verunsichert, haben bei einer befreundeten Redaktion angerufen, die keinen Safe erhalten hatte. Scheinbar war diese Redaktion die einzige, die sowas zugeschickt bekommen haben. Und was macht man? Man ruft das Bombenräumkommando. Die sind eingetroffen, haben das Ding aufgebrochen, ordentlich Kosten verursacht und am Ende war es dann halt eben doch nur das Spiel. Diese Aktion wird mittlerweile scharf kritisiert. Noch ist nicht ganz klar, ob Ubisoft das Ding selbst ins Rennen gebracht hat oder ob man irgendeine PR-Agentur damit beauftragt hat. Ich finde sowas ja immer ganz lustig. Früher in den Spieleredaktionen, da gab es halt immer wieder solche lustigen Sachen, die da eingetroffen sind. Zuletzt zum Beispiel zu Dark Souls gab es eins von diesen Estus-Flasks. Wenn man davon getrunken hat, dann musste man sich fast übergeben, so ekelhaft war das. Aber ein niedliches Gimmick ist es auf jeden Fall, zumindest solange man nicht die Polizei rufen muss. Bleiben wir mal ganz kurz bei Ubisoft, die haben sich diese Woche gleich noch einen anderen Skandal irgendwie gefallen lassen müssen. Auf Twitter ging nämlich dieses Bild hier rum, das den Ubisoft-YouTube-Kanal zeigt. Und zwar ein Video von Ubisoft, das gesperrt wurde. Und zwar von Ubisoft. Natürlich könnte man jetzt vermuten, dass Ubisoft ziemlich bescheuert ist. Oder aber man guckt mal genauer hin, denn all die, die auf Ubisoft eingehackt haben, haben scheinbar nicht mitbekommen, dass dieser Kanal kein echter Ubisoft-Kanal ist, sondern nur ein Fake. Der Kanal, der hier im Bild zu sehen ist, hat 200 Abonnenten. Ja, und ich glaube nicht, dass Ubisoft okay nur 200 Abonnenten hat. Da muss man mal auch hier die Sachen gerade rücken. Ja? Aber gut, dass ihr die Game News guckt, da wisst ihr Bescheid. So, ich glaube, man hört meine Waschmaschine im Hintergrund. Müsst ihr jetzt mit leben, weil ich muss Wäsche waschen für Amerika. Geht nicht anders. Es gab noch einen anderen großen Aufreger diese Woche und zwar ging es um Nintendo, die sich jetzt endlich darauf geeinigt haben, wie sie mit dem Let's Play-Problem umgehen wollen. In den vergangenen Monaten gab es ja immer wieder das Ding, dass Nintendo ganze Let's Play rein hat sperren lassen auf YouTube beziehungsweise schon bei Trailern angeschlagen hat, die man irgendwie auf den eigenen Kanal geladen hat. Nintendo äußerte sich mehrfach dazu, sagte, sie möchten nicht, dass man an ihren Inhalten mitverdient und haben jetzt scheinbar so ein bisschen eingesehen, dass es ohne die Let's Player bzw. ohne Berichterstattung auf YouTube ja dann doch irgendwie nicht geht. Anders als die meisten Spiele-Publisher hat man sich jetzt aber überlegt, wir können ja auch mitverdienen an den Videos. Wie viel das ungefähr sein wird, also ob man zum Beispiel 50-50 mit den Let's Playern macht oder 60-40 oder so, das ist noch nicht ganz klar. Allerdings sind die Let's Player trotzdem nicht erfreut. Kann man irgendwie auch verstehen, denn die verdienen nun mal ihr Lebensunterhalt damit. Auf der anderen Seite gibt es die anderen, die sagen, naja, das ist immer noch das Urheberrecht von Nintendo. Die haben nun mal das Recht dazu, mit ihren Spielen zu machen, was sie wollen. Einer der großen YouTuber, TotalBiscuits zum Beispiel, hat sich auf Twitter dazu geäußert und meint, er kann das gar nicht nachvollziehen. Nachdem viele von euch letzte Woche bei dem Thema um Gronkh und Sarrazar sich schon geäußert haben und konnte so ein bisschen rauslesen, dass Let's Plays von einigen echt als die Pest angesehen wird. Die werden jetzt wahrscheinlich denken, so, ja, was beschweren die sich? Ich persönlich finde das ein bisschen skurril, was Nintendo da macht. Gerade die, die es wirklich aktuell nötig hätten, dass man ihre Inhalte wirklich verbreitet und feiert auf offener Bühne,
die sperren sich dagegen so ein bisschen. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Gerade jetzt zum Start von Mario Kart 8 kann ich mir gut vorstellen, dass es jede Menge coole Let's Plays und Videos gibt, die dann ja am Ende möglicherweise dazu führen, dass ihr euch auch Mario Kart kaufen wollt. So, da es diese Woche wieder reichlich Gerüchte und Neuigkeiten gab, gibt es jetzt ein ganzes Segment dazu. Wir fangen an mit Shaolin Monks 2 bzw. einem möglichen Mortal Kombat. Das ist jetzt auch schon seit längerem wieder in der Gerüchteküche und Ed Boon hat diese Woche getwittert, dass am Montag, also gestern, zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video schon leider gedreht und geschnitten wurde, ein neues möglicherweise angekündigt wurde. Er hat auf die Frage eines Fans geantwortet, dass die ganze Firma bzw. das Team am liebsten ein neues Shaolin Monks machen würde. Das war, glaube ich, Mortal Kombat 7 oder 8, ich weiß es nicht mehr. Mittlerweile dürftet ihr wissen, was es ist. Ich hoffe mal, in den letzten Monaten war es immer wieder so, dass irgendwelche, wenn ich sowas angekündigt habe an dieser Stelle, dann war wieder irgendeine Free-to-Play-Scheiße dahinter oder ein iPhone-Spiel. Ich hoffe, es ist ein vollwertiges Mortal Kombat, denn der letzte Teil war wirklich ein Hammer. Ich würde gerne auch wieder ein bisschen mehr Gewalt in dem Spiel haben, anders als in Injustice. Deswegen Shaolin Monks 2 sei mir sehr willkommen. Dann das große Thema diese Woche war natürlich Battlefield Hardline. Wieder so ein Titel, der direkt vor der E3 noch geleakt ist. Die Ankündigung selbst war wohl gewollt, aber dass ein rund 7-minütiges Gameplay-Video, was ihr hier im Hintergrund seht, auch noch erscheint, das wohl eher nicht. Diesmal ist das Setting ein sehr ungewöhnliches, denn es ist kein Kriegsszenario, sondern ein Polizeiszenario. Ihr spielt auf der Seite der Polizei in Omaha, das ist das neue Setting im Spiel, und müsst jede Menge Terroristen und böse Buben fangen. Das Ganze wird wohl dieselben Features haben wie auch Battlefield 3 und 4. Das heißt, großartigen Zaun, zerstörbare Umgebung, es werden wieder Vehikel drin vorkommen und auch die Levels werden wohl sehr groß werden. Es gibt neue Modi im Multiplayer, wie zum Beispiel Bomb Squad oder den Heist Mode. Was die können, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Auf der E3 wird man dazu mehr erfahren. Entwickelt wird das Ganze übrigens von Visceral Games, den Leuten, die Dead Space gemacht haben. DICE kümmert sich scheinbar um andere Spiele. Die machen ja noch Battlefront und Mirror's Edge 2, haben also genug zu tun. Und Battlefield 4, ja, das könnte auch ruhig mal endlich fertig werden. Und dann hat Bethesda diese Woche ein neues Spiel angekündigt und alle dachten erst, yeah, neues Fallout. Aber dann war es doch nur ein teambasierter Multiplayer. Ballerdings. Battlecry wird das Ganze heißen und ist die Neuentwicklung eines neuen Studios unter Bethesda. Wird wohl so im Comic-Look gehalten sein und ihr könnt euch dann in die Rolle von verschiedenen Klassen, wie zum Beispiel Tanks oder Jägern oder so, hineinschwingen und dann in den Warzones, so nennen sich die Arenen, in denen man kämpft, zum Beispiel in Team Deathmatch bekriegen. Es wird noch mehr Modi geben, die sind aber noch nicht angekündigt werden. Das Ganze wird Free-to-Play. Und klingt für mich ausgesprochen unspannend. Ich bin kein Fan davon, das x-te Free-to-Play-Koop-Ding zu kriegen. Aber warten wir erstmal ab, bevor ich meckere, gucke ich es mir mal lieber in Ruhe an. Und auch nochmal wieder ein Leak vor der E3. Ich hatte euch neulich einen Screenshot aus Project Beast gezeigt, einem Spiel, wo noch nicht so richtig klar war, was es denn ist, ob es möglicherweise ein Nachfolger von Dark Souls oder Demon's Souls ist. Jetzt gab es den ersten Ich sage mal, Trailer-Ausschnitt dazu. Irgendein User auf YouTube hat das Ding auch wieder geleakt. Auch hier wird es wahrscheinlich auf der E3 mehr geben, aber man sieht jetzt endlich, noch deutlicher kann man eigentlich nicht sagen, dass das wieder ein Demon's Souls oder Dark Souls Nachfolger ist. Es gibt diese weißen Wände und die Stimmung ist wieder dieselbe. Neu ist übrigens, und das sieht man im Trailer so ganz kurz, dass der Held eine Schrotflinte dabei hat. Also das Ganze wird wohl auch spielmechanische Änderungen haben. Ich freue mich sehr drauf, bin ja Riesenfan der Souls-Reihe. Auch wenn das Ganze jetzt scheinbar auch hier im jährlichen Rhythmus zu kommen scheint. Die Grafik sieht aber schon mal deutlich besser aus. Und zum Abschluss noch das beste Spiel aus der ganzen Reihe. Vielleicht sogar das beste Spiel des Universums. Bin ja riesen Lego-Fan. Lego Batman 3 kommt mir also gerade recht. Der neue Teil spielt jetzt im Weltraum. Man hat sich also wieder eine neue Geschichte ausgedacht. Da werden jetzt viele von euch sagen, spielt das überhaupt noch jemand? Ja, ich freue mich drauf. Von daher, Lego Batman, ich kann dir kaum erwarten. Er betont deine Figur. Er hätte bei Schwarz bleiben sollen. Oder vielleicht ein wirklich dunkles Gesicht. So,
So, das war's mit den Game News für diese Woche und nächste Woche dann schon von der E3. Das heißt, ich glaube, wann ist denn die nächste Folge? Am 9. oder 10.? Ich kann nicht rechnen. Irgendwann dann und dann werdet ihr auf jeden Fall darüber informiert, was da so gerade abgeht bei Sony, bei Nintendo, bei Microsoft und dann vielleicht sogar mit Maxi zusammen. Ich sag erstmal tschüss, ich muss eine Wäsche waschen. Tschüss.